Liebe Kolleginnen und Kollegen, die IGBCE BWS GmbH hat mich gebeten, einmal etwas zum Thema Arbeitsrecht zu erzählen. Ich bin Peter Vogt, der Justiziar der IGBCE, der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Und ich bin seit 2 Jahrzehnten im Arbeitsrecht tätig. Was ist das Arbeitsrecht? Das Arbeitsrecht beschreibt das Verhältnis zwischen der Arbeitgeberseite und den Arbeitnehmerinnen auf der anderen Seite. Da gibt es viele Gesetze, wie das Kündigungsschutzgesetz, das Bundesurlaubsgesetz, das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Und diese Gesetze regeln die Beziehungen zwischen diesen beiden Parteien im Arbeitsrecht. Das sind größtenteils Schutzrechte für die Arbeitnehmerseite, um diese vor den Arbeitgebern, wie der Begriff Arbeitnehmerschutzrechte schon sagt, zu schützen. Denn im Arbeitsrecht gibt es ein sogenanntes strukturelles Ungleichgewicht. Und dafür kann man sich als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin auch in einer Gewerkschaft organisieren, was grundgesetzlich verankert ist. Denn es gibt nicht nur das individuelle Arbeitsrecht, was die Beziehung der Einzelnen zu den Arbeitgebern regelt, sondern es gibt auch das Kollektivarbeitsrecht. Das sind einmal wir als Gewerkschaften, die Tarifverträge mit Arbeitgeberverbänden verhandeln, um gute Rechte für euch durchsetzen zu können. Und das sind die Betriebsräte, die vor Ort Betriebsvereinbarungen regeln, um das Arbeitsverhältnis weiter auszugestalten. Aber Betriebsräte kommen ja auch nicht als Arbeitsrechtler oder Arbeitsrechtlerinnen auf die Welt. Um durch diese dicken Gesetzesbücher durchsteigen zu können, muss man sich als Betriebsrat und als Betriebsrätin fortbilden. Und da bietet die IGBCE BWS GmbH Seminare an und auch Webseminare. In diesen kann man sich zu verschiedenen arbeitsrechtlichen Themen, ob zum Kündigungsschutz, ob zum Urlaub oder auch zur Kinderbetreuung, fortbilden. Welchen Vorteil bringt es noch, in einer Gewerkschaft zu sein, um dieses strukturelle Ungleichgewicht gegenüber der Arbeitgeberseite auszugleichen? Als Gewerkschaftsmitglied hat man den gewerkschaftlichen Rechtsschutz an seiner Seite. Wenn es also einmal zur Auseinandersetzung mit der Arbeitgeberseite um den Arbeitsplatz oder auch um zu wenig gezahlten Lohn kommt, steht der gewerkschaftliche Rechtsschutz an eurer Seite und unterstützt euch. Und das ist auch wichtig, denn im arbeitsrechtlichen Prozess zahlt zunächst jede Seite seine Zeche sozusagen selber. Selbst wenn man einen arbeitsrechtlichen Prozess gewinnt, muss man seinen eigenen Prozessvertretung selber zahlen. Und durch den gewerkschaftlichen Rechtsschutz hat man dieses schon mit dem Mitgliedsbeitrag sozusagen in der Tasche. Also organisiert euch und bildet euch fort. In diesem Sinne, Glück auf!